Und damit herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge von Let's Play Wolfenstein: The New Herr Order. Blaskowitz, bitte, führen Ich Sie uns bin's, hinein. euer Werde-Eddy, und wir spielen dieses Spiel ab jetzt fort. Wir sind jetzt in diesen einen Zug hier reingekommen, was das auch immer sein mag, in dieser Kapsel oder so. Der soll anscheinend seit Hunderten von Jahren nicht mehr benutzt sein, werden, wohnen. Aber was passiert wohl, wenn ich auf diesen Knopf hinaufdrücke? Werden wir in... Nein, 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 werden wir jetzt erfahren. Okay, wie heißt es so schön? Packen wir es an. Also los. Ich sage So Ihnen, ich schnell. habe auf diesen Moment gewartet. Viele von uns wollten die Machtverhältnisse während des Krieges ausgleichen. Aber alles passierte so schnell und viele unserer führenden Köpfe wurden umgebracht oder sind verschwunden vom Erdboden verschluckt. Doch einige waren erfolgreich. Sie hatten damit begonnen, ihr ganzes Wissen den verfeindeten Staaten des Regimes zu übermitteln. Hoffnung lag in der Luft. Es gab Hoffnung, bis das Regime die Atombombe abwarf. Tja, seitdem schien alles verloren. Ich hörte Geschichten aus den alten Zeiten, als die Daki-Chut sich an Orten wie diesen versammelten. Voller Lebensfreude und Neugier öffneten sie einen Zugang zu den Kräften der Natur. Und jetzt sind wir wahrscheinlich die Letzten, die je hier sein werden. Mal sehen. Warnung. Gehen Sie einfach rein. Was meinen Sie? Es gibt einen Übergangsraum zur Haupthalle. Haben Sie eben Warnung gesagt? Warnung, Warnung, die Anweisungen sind alt und verwittert. Gehen wir. Ja, Auf diese wahrscheinlich, oder? Weise kommen wir in die Haupthalle. Ich kann diese Symbole nicht erkennen. Das ist nicht. Was? Blaskowitz! Was? Wie läuft's ab, Captain? Sie gehen als Nächster und ich folge Ihnen? Natürlich. Aber irgendwie habe ich ein kleines Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Ein wundervoller Ort. Mächtig. Magnetische Forschung. Okay, geschafft. Oh, wow. Hä? Ist das echt? Oh ja. Was ist das? Das da oben ist die geheime Kammer. Wir müssen zuerst die Magnetfelder aktivieren und den Zugang herstellen. Diese Maschine hier, sie steuert die elektromagnetischen Felder. Ja. Ja. Bist du bereit, Riese? Natürlich. Eins, zwei, drei, los! Das Alter. Oh ja. Oh ja, Herr Blaskowitsch, geben Sie mir bitte mal Ihren Laser. Da, das ist ein Prisma der Dati-Shoot, das Ihren Laser auf die richtige Frequenz einstellt. Jetzt müssten Sie die Magnetspulen laden können. Sehen Sie sie? Dort oben. Ich werde versuchen, das Ding in Gang zu setzen. Wie ist das möglich? Eine uralte Stätte, eine von vielen. Die Daki-Chut haben sie gebaut, bevor die Menschheit überhaupt den Kompass kannte. Wenn das Ziel klar ist und Menschen zusammenkommen, die für dieselbe Sache eintreten, ist alles möglich. Ah, okay. Ui, oh, das war zu weit. Ein Jumpman, kleines hier. Ah, wie jetzt, was? Die Dinger lösen sich nach einer Weile wieder auf. Alles super. Ganz nach oben! Bis zum Hafen!
so. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ohne zu zögern, bis ganz nach oben. Der ist ein echter Macher, sage ich Ihnen. Sie sind ein Macher, Riese. Sie sind ein Macher. Dankeschön, Dankeschön. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht allein bleiben. Bringen Sie uns hoch, Riese. So wird das Tor aufgemacht. Nicht schlecht, Herr Dorf, nicht schlecht. Oder, Junge? Sagen Sie mir nochmal, ich wäre kein Genie. Gibt's also ein paar Dinge, ein paar Schätze. Bitte. Sehen Sie sich um. Nehmen Sie mit, was Sie gebrauchen können. Doch denken Sie daran, das ist heiliger Boden. Heiliger Boden. Carolina. Komm, Carolina. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt geheim versteckt. Sie können nicht glauben, was ich hier sehe. Was? Wie? Roger. Ich bin schwer beeindruckt. Okay, wir müssen anscheinend irgendeine richtige Reihenfolge nehmen. Dann war der ja schon mal richtig eigentlich. Dann war das hier der, ne? Hallo? Ja, was ist das? Hier sind ja noch mehr Dinger. Bitte kommen, bitte kommen. Ich höre Sie, Caroline. Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja, es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopfs neueste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfangen, den Chefwissenschaftler schnappen, seine Ausweispapiere stehlen und Blaskowitsch damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Hey, Sie haben gesagt, wir werden diesen Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Wie wollen wir das machen? Am besten würde sich die Gibraltarbrücke eignen. Ja je, und wie stoppen wir den Zug? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen, Torsionsbombe. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug fährt bereits. Wow. Tut mir leid, wenn Sie dieses Ding haben wollen, Captain. Das gebe ich nicht mehr her. Überlassen Sie es Carolina. Das Regime hat diese Brücke vor 3 Jahren gebaut. Als direkten Zugang zur Front in Afrika. Sie überrollen Afrika wie alles andere zuvor. Der Zug müsste jetzt jeden Augenblick an der Brücke ankommen. Wir müssen los, Cap. Machen Sie sich bereit. Okay, Brücke in Sicht. Torsionsbombe scharf gemacht und bereit. Muss sie nur noch aus dem Hubschrauber fallen lassen. Jetzt! Waffe scharf machen und abfeuern! So, aber wie das hier runter... Wie wir das runter machen, werden wir in der nächsten Folge von Let's Play Wolfenstein The New Order sehen. Das war's, ich bin's, euer Eddie. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Und tut mir leid, falls hier etwas kurz ist. Aber man muss es auch mal spannend lassen. Aber bis zur nächsten Folge. Tschüss.